Und damit, okay Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu Super Mario 3D World mit viel zu vielen Mods und mal gucken, was uns hier eigentlich erwartet. Ganz genau. Ich bin mir sicher, jeder von euch kennt 3D World, deswegen dachte ich mir, ein 3D World Let's Play ist schon langweilig. Deswegen haben wir einige Mods aktiv. Warum ist das eine Minecraft-Katze oder ein Minecraft-Katzen-Gumba? Ich weiß es nicht. Ich habe random irgendwelche Mods gerade runtergeladen und wir gucken uns die nachher alle mal ganz genau an. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit einem neuen Spiel rein und ich würde sagen, wir starten standardmäßig als Mario und dann würde ich sagen, rein da. Wir reden nicht über die großen Köpfe. Strong, strong. Natürlich das Ganze hier in freshem 4K mit 60 FPS, wie man es natürlich von mir gewohnt ist. Cringe, wenn nicht. Und das erste Level sieht schon... Oh, die Blöcke hier auch. Schaut mal, das sind so ein bisschen Minecraft. Ey, wir sammeln Goldnuggets. Wie cool. Lass uns direkt reinschauen. Ich habe mega Bock auf dieses Projekt. Es wird natürlich nicht immer die gleichen Mods sein. Die Mods werden sich von Welt zu Welt ändern. Und das sieht ja mal todeskrass aus. Das sind Chickens. Oh, wir können so ein bisschen... Es gibt auch eine Free-Kamera-Mod, aber ich habe gesehen, dass manche Texturen in dem Spiel, die haben nur eine Seite. Das heißt, wenn wir die Kamera jetzt zum Beispiel komplett rumdrehen, kann es sein, dass wir hier durch die Zäune gucken können, weil die halt nur von der Vorderseite, also von der Seite hier eine Textur haben und nicht von hinten. Wisst ihr, was ich meine? Und das wäre natürlich suboptimal, deswegen lassen wir das. Oh mein Gott, die Bäume sind so mit Birk und Wolle. Falls ihr nicht so im Minecraft-Game drinne seid, das ist schon sehr akkurat und cool. Aber hier sind die Zäune nicht ganz. Stimmt, die können ja auch nicht schief sein, das ist schon richtig. Ah, oh, komm her. Zack. Oh. Stimmt, wir spielen, by the way, die Switch-Version. Deswegen können wir einige spannende Dinge machen. Was ist cool? Nein, ich will die Goldnuggets. Es ist... Sagt ehrlich, die Krabbe. Sagt ehrlich, auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel gebt ihr der Mod? Also ich sag schon eine 10. Das sieht todescool aus. Das sieht todescool aus. Und die große Köpfe-Mod sieht natürlich auch passend aus, finde ich. Ist das ein Green Star? Oh mein Gott, das wird so cool. Das wird so cool. Das wird so cool. Das wird so cool. Leider hat der Mod-Ersteller nur die das erste Level gemoddet. Deswegen ich natürlich für den Rest der Welt ein paar andere Mods ausgesucht. Oh, wir können hier gar nicht richtig hochlaufen. Natürlich, es sind ja immer so glatte Texturen, macht Sinn. Ey, aber es sieht richtig krass aus. Also, Guys, falls ihr Minecraft spielt, holt euch die Mod. Wenn ich dran denke, sind natürlich alle Mods unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aber ihr könnt euch sicher sein, ich vergesse das sowieso. Machen wir 100% in dem Game? Ich bin mir sicher nicht. Machen wir die Zusatzwelt nach dem Final Boss? Ich denke nicht. Wir werden es sehen. Jetzt können wir uns sogar umgucken. Da hinten ist das Ziel. Oh, der Hase. Den müssen wir jetzt catchen. Stimmt, im Switch-Remake ist man ja tatsächlich ein bisschen schneller als im normalen Game. Deswegen ist das so.
By the way, das Ganze wird hier im klassischsten Let's Play-Stil. Let's Play-Stil passieren. Deswegen. Ja, macht euch da jetzt nicht allzu große Hoffnung mit viel Rumgeschnipple oder so. Wir spielen einfach das Level und haben Spaß. Ist das der Stempel? Der Stempel ist ein Diamond. Wie cool. Es gibt, by the way, auch ein Texture Pack, was dann das ganze Spiel sozusagen, wo die Collectibles geändert werden. Aber ich weiß nicht, ich finde das eher wack. Wenn, dann muss schon die ganze Stage so sein. Uns fehlt noch ein Green Star. Oh, nee. Wie sieht Riesen Mario mit dem Kopf aus? Das will ich auch wissen. Oh Gott. Halt, stopp. Oh, das ist wirklich ein Minecraft-Pilz. Das sieht so cursed aus. Oh, wir können gar nicht dashen so. Guys, er sieht cursed aus. Sagen wir doch, wie es ist. Das wird geistkrank. Guys, falls ihr davon nichts verpassen wollt, lasst auf jeden Fall ein Abonnement da. Dann verpasst ihr hiervon nichts mehr. Es wird von jeder Folge spannender und spannender, hoffe ich. Und damit haben wir auch schon das erste Level. Und natürlich ein Like, wenn euch das Ganze gefällt. Das war nämlich ziemlich viel Aufwand, die Mods auch zum Laufen zu bekommen. Warum ist es ein bisschen verschwommen? Ist ja auch egal. Kommen wir direkt zum nächsten Level und jetzt muss ich die Minecraft-Mod ausmachen. So sieht das doch schon wieder besser aus. Ein bisschen normaler. Und wir kommen zum zweiten Level. Jetzt ist eine andere Mod aktiv und zwar die Flower-Mod oder wie sie heißt. Damit werden die Level subtil geändert, ohne wirklich das gesamte Level zu verändern. Es regnet, das zum Beispiel neu. Und der Regen ist sehr laut. Also so subtil im Sinne von... Ah, das ist stupid, dass er da ist jetzt. Bitte. Lass mich doch runter. Okay, wir nehmen eine Blume. Eine Blume. Eine Glocke, meine ich. Und kommen jetzt hoffentlich hoch. Oh, hier ist sogar Wasser drinne. Sowas meine ich. Es werden ganz, ganz kleine Details verändert, die einfach die Level schöner machen. Und so geht es jetzt erstmal ein bisschen weiter. Ah, komm, ein bisschen hier Gas geben beim Schwimmen. Das heißt aber auch, so viel ich weiß, dass manche Green Stars sind woanders. Und andere kleine Dinge sind verändert. Wir werden es sehen. Es wird bestimmt fantastisch. Mal schauen. Was ist hier drin? Ein paar Coins. Ja. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich hoffe, wir haben da jetzt nichts verpasst. Machen direkt weiter. Oh Gott. Der Wasserfall ist auf jeden Fall neu. Keine Ahnung, wo ich bin. Hier. Okay. Gibt es hier eine Feuerblume? Das wäre echt cool. Hier gibt es keinen Green Star. Ich muss das 10-mal checken, weil irgendwer hat einen riesen Wasserfall dahin platziert. Und der Checkpoint schon. Das klingt eher sus, dass wir einen Stern verpasst haben können. Das ist jetzt zum Beispiel auch neu. Das war vorher... Oh nein. Safe nicht hier. Ah, geh weg. Hier kommen wir einfach nach unten, ja. Oh. Eine Feuerblume. Perfekt. Komm her. Hier wird ein bisschen geflamed wird hier. Nee, da müssen wir anders hoch. Ich bin mir sicher, da oben ist ein Green Star. Cringe, wenn nicht. By the way, ich bin nicht der Beste in dem Spiel. Erwartet hier keinen High-Skill-Content. Wir können auch so dashen. Ja, ganz genau. Das ist der zweite. Perfekt. Warum war da links geblockt? Das will ich jetzt schon sehen. Hier, seht ihr das? Das ist geblockt. Skurril. Stempel werde ich safe nicht alle finden, weil die Stempel sind immer irgendwie ganz cursed. Oh, ein Red Ring. Der ist neu. Da gab es, glaube ich, beim letzten Mal nur... Ja, okay, schaffen wir nicht mehr. Wir haben 4. Zählt das? Gut. Hier ist der Stempel. Hier, die sind mit Wasser gefüllt. Das war früher nicht so. Das finde ich irgendwie voll cool. Ah. Das ist... Diese Mod ist sozusagen die Refolded Mod von Paper Mario. Sie ändert so ein, zwei kleinere Dinge, ohne das Game groß zu verändern. Das finde ich cool. Das finde ich cool. Die Röhre ist schief. Aber uns fehlt immer noch der letzte Green Star. Und ich habe legit keine Ahnung, wo der ist. Ist hier schon der Ausgang?
Oh mein Gott, ist er hier? Das ist cool. Das ist cool. Ich mag's, wenn es so ein bisschen innovativer auch wird. Das gefällt mir. Das ist doch ganz nice. Dieser große Kopf sieht so cursed aus, Guys. Es tut mir so leid. Ich gucke auch, dass ich für jedes Mal eine Skin-Mod finde. Ich habe, glaube ich, schon 3 Skin-Mods rausgesucht. Big Head-Mod und 2 weitere, die kommen dann noch. Mal schauen, was uns da noch so Spannendes erwartet, nicht? Ja, Toadhouse brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Der Chuck aber. Ich weiß gar nicht, ob da was verändert wurde. Mal gucken. Aus dem Weg, Football Chucks. Sieht aus, als hätte man oh, was? Das ist ja komplett neu. Und das finde ich voll cool. Da ist eine Door. Muss man hier eine Stampfattacke machen? Oh, lol. Okay, aber auch nicht daneben Stampfattacken. Wie viel Zeit haben wir? Unendlich. Okay. Gut zu wissen. Oh, eine Coin und hier ist jetzt die zweite drin. Nee, da war ja noch eine links eine Tür, gell? Ja, ja, hier ist noch ein Chuck drin. Aber links war noch eine Tür, genau. Und da wird die andere Coin. Direkt innovativ. Ah! Schade. Tschüss. Und jetzt können wir da durch. Oh, jetzt kommen noch mal welche. Oh mein Gott. Okay, wir holen die Feuerblume. Oh mein Gott, bitte, bitte, bitte. Ich hab doch... Hä? Ich hab 100 Mal gedrückt. Scam. 100, 200 Mal gedrückt. Egal, wir sind wenigstens... Luigi, bitte mach deinen Kopf wieder klein. Ich kann dich nicht angucken. So. Wir haben es immerhin geschafft. Zeit gibt es scheinbar nicht. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll oder schlecht. Das nimmt natürlich ein bisschen Schwierigkeit raus. Aber vielleicht gibt es in diesem Chuck-Level noch einfach keine Zeit. Das kann sein. Wir kommen direkt zum Super Bell Hill. Nee. Das ist ja das erste Level zum Höhenrausch. Ganz genau. Oh, wir nehmen natürlich wieder den nächsten Charakter. Einfach eins durch. Gus, 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 gus. Hier fehlen Bäume am Anfang. Boah, ey, ich finde das so cool. Ich finde das so cool. Falls ihr im Übrigen dieses normale Spiel sehen wollt, ich habe das, in Anführungszeichen neulich gestreamt. Und zwar in Form von einem sehr, sehr professionellen Speedrun. Die, glaube ich, 4 Stunden oder so. Da ist, glaube ich, haben wir jedes Level tatsächlich gespielt. Wenn ich dran denke, verlinke ich euch das. Und wenn ich nicht dran denke, verlinke ich es euch nicht. Ja, funny. Bam. Und ich mag doch, dass die Goombas da runterfallen. Oh Gott. Nein. Einfacher machen die Dinger es einem auch nicht. Pixel Luigi. Da kommen wir nicht rein, oder? Ich denke nicht. Ich finde es auch sehr gut, dass wir erst einen Stern haben. Bam. So, so. Ey, die sind mega laut. Ich hoffe, ich denke dran, bei euch einen Kompressor drauf zu packen. Ah, das ist ja unnormal laut. Komm, jetzt gib doch mal ein cooles Item. Oh, müssen wir uns hier hochschießen lassen? Ja. Ich mag das nicht, dass die da runterkommen können. Oh, da ist ein Knopf. Der hat irgendwas gemacht. Hat der oben was gemacht oder hat der unten was gemacht? Der hat, lass mich raten, das hier aufgemacht, ja. Ich mag es, wenn Level sie so... Doch, 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 ich mag das. Guys, eure Meinung zu dieser Mod? Auch mal gerne in die Kommentare. Wobei ich die sogar noch ein bisschen besser finde als die Minecraft-Mod. Weil die hier halt mehr vom Spiel so an sich ändert, vom Erlebnis. Ui. Ah, da können wir auch hochfliegen. Sag das doch, Mensch. So, komm, schieß nochmal. 1, 2. Hui. Wo bringt mich das eigentlich hin? Zum zweiten Stern. Das ist gut zu wissen. Fliegen ein bisschen? Okay.
Okay, bitte hör auf zu pusten. Okay. Oh mein Gott. Wir bleiben weiterhin konzentriert. Wie geht's weiter? Mir fehlt noch ein Queen Star. Ich mag das, dass sie irgendwie immer beim Ziel noch so ein bisschen... Ach komm, nee. Verdient. Ich mag das, dass sie hinterm Ziel manchmal noch oder auf der Zielplattform versteckt sind, weil das ja eher was in Anführungszeichen Das ist untypisch für das Game. Kann nicht mehr reden, es tut mir leid. Oh, aber die Mod macht auf jeden Fall richtig Spaß. Und so viel ich weiß, verändert sie die komplette erste Welt. Für Welt 2 gibt es dann natürlich wieder eine wunderbare andere Mod. Hast du schon mal versucht, mit Freunden zu spielen? Ja, das kann ich nicht, das Emulator. Nee, ich, also, zu 100% coole Mod. Für Welt 2 gibt es dann wieder was Funnieres, etwas viel, viel Lustigeres. Aber da kommen wir dann dazu. Ein Pilz. Die Geister waren auch nicht hier, oder? Irre ich mich? Wow, okay. Schwierigkeit, aha, das ist ein bisschen lost, weil Toad so fast rennen kann. Wie soll man da hochkommen? Oh, das ist hard. Wie ein Profi. Warum da jetzt nichts aktiviert wurde? Keine Ahnung. Ich war scheinbar schneller als die Matrix. Irgendwie finde ich es auch cool, dass hier diese Geister sind. Oh, der Dash in der Luft hilft auf jeden Fall. Guten Tag, hier oben war ein Green Star. Oh, da ist jetzt kein Green Star mehr. Ey, wir haben noch keinen, gell? Das ist nicht gut. Oh, das war ein Fake One-Up. Danke für gar nichts. Wir gucken direkt hier hinten. Ja. Irgendwas hat sich wieder getan. Wir werden es bestimmt gleich sehen. Okay, Schwierigkeitsgrad einfach mal verhundertfacht. Entschuldigung, dass ich mit euch geredet habe. Uff. Uff. Nein, was? Warum? Hä? Och nee. Let's go. Oh, oh, da muss ich auch noch rein, ohne runterfallen. Let's go. Wir haben immer noch kein... Oh, dadurch öffnet sich vorne die Tür. Okay. Ich war gerade voll verwirrt, warum werden wir wieder zurückteleportiert? Es ist immer noch weird, dass wir keinen Stern haben. Jetzt wird's cursed, guys. Also ich würde jetzt mal spontan sagen, wir aktivieren alle. Uah. Wahoo! Hihi! Nicht sterben, Toad! Du schaffst das! Nicht gut? Spawnt der vielleicht einen Stern so? Mal gar nichts? Der hat einen Stern gespawnt! Der hat einen Geist gespawnt. Zwei Geister, viele Geister. Und der hat einen großen Geist gespawnt. Nein, das ist doch nicht euer Ernst. Ach, come on. Mann. Also legit, der Stern in der Mitte ist einfach der dritte. Aber das hier sieht ziemlich sus aus. Dann ab ins Ziel, I guess. Ach, komm. Lol. Okay, aber das war der dritte. Wo sind die anderen? Also,
Oh nein. Och, bitte nicht. Hä? Ey, wir haben den Stempel und einen Stern. Und ich weiß nicht, wo die anderen sind. Perfekt! Lass uns zurück, weil mit dem nächsten. Ja, ist ja super hier. Kann man doch auch mal. Also wundervoll, wirklich. Gut ist anders. Vermutlich werde ich die Sterne dann ohne Mod nachholen. Keine Ahnung. Oh, das Plessy-Level, das stelle ich mir richtig, richtig, richtig cool vor. Mal gucken, wie das wird, nicht? We will see. We will see it. So. Also, das sind auf jeden Fall Sachen. Rein auf Plessy zum Ziel. Bewege den linken Stick oder den Stick nach oben, um zu beschleunigen und nach unten, um abzubremsen. Und B, beziehungsweise nach unten, um zu springen. Bereit? Ja, let's go. Wir machen ganz langsam. Wir geben Vollgas. Ich sehe den Stern. Okay. Okay. Da hoch ist nicht, oder wie? Der Stern wird geskippt. Den mache ich safe nicht. Hier ist ja komplett stupid. Was passiert hier? Da oben ist kein Stern, dann gehen wir hier durch. Ja, wir können auch nicht richtig auf die drauf. Das ist ganz weird, nicht? Jetzt können wir wieder. Ist das ein One-Up einfach? Ja. Oh, oh, der wird schwer. Ja, den haben wir. Der, what? Der letzte. Die haben hier zugemacht. Oh Gott. Oh Gott. Oh, weil wir jetzt dahin müssen. Hui. Wir haben den letzten Stern. Wo sollen die denn alle bitte sein? Der erste wissen wir. Wo ist der zweite? Ich brauche dringend einen Psycholog. Auf jeden Fall sind wir angekommen. Wo bitte ist der, also. Ich muss das Level eh nochmal spielen wegen den Sternen. Wo sind die Sterne? Den haben wir. Das ist der erste. So. Und jetzt, wo ist der zweite? Wo ist der zweite? Hier? Man kann die kaputt machen? Woher soll ich das denn wissen? Heißt es, ich kann auch theoretisch den hier kaputt machen? Das will ich jetzt wissen. Ja, wie cool ist das denn? Tatsächlich habe ich keine Ahnung, ob die Captain Toad Level verändert sind. Deswegen schauen wir jetzt noch in den Captain Toad Level hinein. Und wenn die auch verändert sind, cool. Und wenn nicht, dann schade. Sieht aber nicht so aus. Okay, dann mache ich das kurz. Und wenn mein Gedächtnis richtig ist, fehlt nur noch das wunderbare Castle. Was, wofür wir 10 Sterne brauchen? Wir haben 19. Das ist okay, aber jetzt kommt das Castle. Ich wollte für das Castle eine Custom-Mod nehmen, aber die funktioniert scheinbar irgendwie nicht mit dem Emulator. Die funktioniert nur auf der Modded-Switch, was irgendwie cursed ist. Aber das ist nicht so schlimm. Dafür spielen wir jetzt wieder die Flower-Dings, also halt das leicht veränderte Castle. Irgendwie finde ich es cool, dass diese, oh mein Gott, dass die Bob-Bombs irgendwie so in unserem Kopf drinne stecken. I like. Da oben ist der erste Stern. Nein. Aber ein Item. Nein. Das war völlig daneben. Da ist wirklich der erste Stern. Ich habe keine Ahnung, wie es da unten aussieht. Wir werden jetzt sterben oder richtig landen. Okay. Oh Gott. Die sehen so episch aus. Oh, ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen.
Oh, wir müssen die jetzt treffen. Da kommen unendlich raus. Oh, das ist gut. Ich weiß, man wirft weiter, wenn man Anlauf nimmt. Aber wie soll man denn hier... Toll. Da rein kommen wir auch nicht mehr. Den Stern finde ich jetzt ein bisschen wack. Weil, also eigentlich, wenn ich ganz... Ich stand ganz am Rand. Legit. Und dann fände ich es schon fair... Oh! Oh, oh, okay. Ja, ich habe nichts gesagt, sorry. Entschuldigung. Ja, komm, woher soll ich denn das wissen? Hier gibt's auch wieder ein paar Bomben drinne. Ah, brauche ich nicht. Da hinten ist der Stempel. Kann ich da stehen? Ich weiß nicht, ich bin auf jeden Fall wieder oben. Was? Das war nur für Geld. Wo ist der letzte Stern? Bitte sag mir nicht, dass der im Bowser Race ist. Auch wenn ich das richtig krass cool fände. Ist der Bowser-Kampf auch verändert? Keine Ahnung. Wir werden es erfahren. Komm, wirf. Ich spiele Fußball, komm, da bin ich Profi drin. Ich habe keine Ahnung von Fußball, by the way. Ich wusste nicht, dass er auch über uns drüber werfen kann. Erster Treffer. Wenn was verändert wird, sage ich euch Bescheid. Nein, wurde tatsächlich gar nichts verändert. Hier und da lag mal ein Bob-Bomb auf der Map. Ich glaube, die waren vorher nicht da. Trotzdem fehlt uns jetzt noch der letzte Green Star. Und ich hoffe schwer, dass der sich hier irgendwo befindet. Hier rechts nämlich. Nein. Hier hinten dran. Wenn wir hier vorbeilaufen, ist er hier. Keine Ahnung, wo der letzte Green Star sein soll. Ist ja auch egal. Ah, hier schön, ganz oben. Gibt gar keinen One-Up. Gab's das in dem Spiel nicht? Weiß ich nicht. Hätte ja sein können, dass wir jetzt einen One-Up bekommen oder so. Keine Ahnung. Wäre schön gewesen, okay? Wäre schön gewesen. Hätte ich mich drüber gefreut. One-Up hätte ich bekommen. Wäre toll gewesen. Was bekomme ich? Gar nichts. Ein Bowser-Stempel. Schön. Von mir aus. Und 21 Sterne. Wir haben nur 2 bekommen, weil der letzte ist. Ich habe keine Ahnung, wo der letzte ist. So. Dann öffnet die Fee uns den Weg in die zweite Welt. Und rein da. Ja. Oder hinten sehen wir schon die dritte Welt. Seht ihr das so im Hintergrund? So ein bisschen Schneeeis. Aber das schauen wir uns erst beim nächsten Mal an. Guys, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo. Da wird mich mega unterstützen. Das hier ist ein ziemlicher Aufwand tatsächlich. Das glaubt ihr gar nicht. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.